Das ist das erste Mal, eine königliche Frau mit Migrationshintergrund gibt, finde ich, das hat Europa in jeder Hinsicht verdient auch. Ja, schon Prinz Philipp wurde ja auch in Griechenland geboren. Ja, das stimmt, ja. Das war mehr ein Zufall. Aber es kommt noch was anderes hinzu, ja, was mir gefallen hat. Vor der Braut, die kam ja als allerletzte, kam die Königin mit Gattin. Und was ich sehr gut fand, die ganzen Insassen der Kirche mussten aufstehen. Da kommt so eine kleine ältere Frau rein. Ich weiß ja, dass sie Königin ist. Was mich erstaunt ist, je älter die wird, die ist ja absolut souverän, aber die wird immer kleiner. Steht mir das auch bevor? Das sieht sich ja nicht aus. Ja.